Hey Leute, habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum man ein Feuerzeug nicht, nee, den Brenner nicht mit dem Feuerzeug anmachen soll? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Aber tut mir einen Gefallen, macht das nicht zu Hause nach. Kommt mit. Leute, Versuchsaufbau geglückt, alles parat, hier geht's gleich richtig heiß her. Und damit uns nichts passiert, haben wir auch den kleinen Feuerlöscher dabei. Also sicher, sicher. Let's go! Brauchst du noch eine helfende Hand? Kaum benutzt. Die Bilder von ihm war der erste Zündversuch an dem Drehabend. Der erste von drei Versuchen, was man der Hand auch mittlerweile ansieht. Wir wollten nachstellen, was passiert, wenn man das Feuerzeug beim Brennerzünden zu hoch hält. Eigentlich haben wir erwartet, dass der Brenner sofort ein Loch in das Feuerzeug brennt und ja, das Feuerzeug sofort explodiert. Das konnten wir aber mit unseren Feuerzeugen an dem Abend nicht nachstellen. Vielmehr war immer eine zeitliche Verzögerung zwischen Brennerzündung und der ersten Verpuffung. Wir wollen aber nicht ausschließen, dass mit einem anderen Feuerzeug, mit einem anderen Gehäuse, es nicht trotzdem zu einer sofortigen Explosion kommen kann. Aber schauen wir uns den ersten Versuch an. Bei der Brennerzündung
prallt die Flamme vom Feuerzeuggehäuse ab und man hätte sich höchstwahrscheinlich die Finger verbrannt. Jeder normale Mensch hätte hier das Feuerzeug sofort weggeschmissen. Das Plastik vom Feuerzeug fängt jedoch relativ schnell Feuer. Es schmilzt durch die Flamme und es kommt mit einer gewissen Zeitverzögerung zur Freisetzung des Gases. Hier wird das Gas allerdings nicht durch die Flamme am Feuerzeug gezündet, sondern von dem noch aktiven, ausbrennenden Brenner. Man kann in der Zeitlupe schön erkennen, wie sich die Zündreaktion vom Brenner zum Feuerzeug ausbreitet. Somit scheint wohl die Gefahr bei diesen Feuerzeugen darin zu liegen, dass sie, wenn sie erhitzt werden, ja, schlagartig eine Gaswolke freisetzen. Diese Gaswolke wird vielleicht von einer externen Zündquelle gezündet. Das Gas, was hier meistens drin ist, ist Butan, damit die Druckfestigkeit von den Feuerzeugen nicht so hoch sein muss. Und Butan brennt halt ganz gut. Schauen wir uns nochmal Versuch Nummer 2 an. Hier haben wir das Feuerzeug noch ein wenig höher eingespannt, um zu testen, ob es dann zu einer sofortigen Explosion kommt. Es kommt wieder zu dem Flammenabfall und dem Schmelzen des Gehäuses. Kleine Löcher bilden sich im Gehäuse und das Butan strömt nach und nach aus. Ab und zu kommt es zu einer kleinen Flamme, ähnlich wie bei einem Brenner. Bei dem zweiten Versuch kam es zu keiner Verpuffung und das Feuerzeug hat nur vor sich hingebrannt. Ziemlich unspektakulär der zweite Versuch, oder? Es scheint relativ zufällig zu sein, wie sich bei unachtsamer Zündung so ein Feuerzeug verhält. Kommen wir zu Versuch Nummer 3. Hier wollten wir nachstellen, ob es einen Unterschied macht, wenn das Feuerzeug direkt aus der Hosentasche kommt und annähernd Körpertemperatur hat. Dafür haben wir es in ein Wasserbad mit 60 Grad geworfen. Warum 60 Grad? Tja, wir mussten letztendlich noch ein bisschen Zeit haben, damit wir das Feuerzeug in den Versuchsaufbau reinbauen können und die Kameras starten können. So hatte das Feuerzeug, als der Brenner darauf gegangen ist, noch ungefähr 35 bis 30 Grad und siehe da. Es kam zu einer viel, viel stärkeren Verpuffung als im ersten Versuch. Und diesmal hat nicht der Brenner die Gaswolke gezündet, sondern ja, das brennende Plastik an sich selber. Somit ist es von vielen, vielen Variablen abhängig, ob ein Feuerzeug zündet und ja, ob es zu einer Verpuffung kommt. Ich denke, die größere Gefahr ist einfach, dass man ein Feuerzeug überhaupt an einen Schweißer- oder Löter-Arbeitsplatz mitnimmt. Wenn nichts passiert beim Brenner anzünden, dann besteht immer noch eine Gefahr, dass man das Feuerzeug in der Nähe ablegt, weil ist ja unangenehm, wieder in die Tasche zu stecken und durch eine unachtsame Bewegung mit dem Brenner bzw. beim Ablegen des heißen Lötstabes kommt es dann letztendlich zur Beschädigung des Gehäuses und Freisetzung des Gases. Das muss nicht passieren, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Was sagt denn die DGUV dazu? Im Kapitel 226 der DGUV-Regeln wird der sichere Umgang mit Schweißbrennern konkretisiert. Im Abschnitt Arbeitskleidung wird explizit darauf hingewiesen, dass von Druckbehältern und Feuerzeugen, die am Schweißarbeitsplatz mitgeführt werden, eine besondere Gefahr ausgeht. Weiterhin wird im Abschnitt Gasbrenner darauf hingewiesen, dass der Unternehmer sichere Gasanzünder zur Verfügung zu stellen hat. Aber in demselben Abschnitt wird auch darauf hingewiesen, dass der Versicherte sichere Gasanzünder verwenden muss. Ich hoffe, wir konnten euch wieder schöne Infos an die Hand geben und tja, was ihr damit macht, ist über euch überlassen. Ja, mega, oder? Was für interessante und spannende Bilder haben wir denn jetzt gesehen? Fehlen schon die Worte. Du gehst so eine Laune. Ja, genau. Das war richtig cool. Aber nicht nachmachen. Genau. Mega gefährlich. Finger weg von den Feuerzeugen. Wie ihr gesehen habt, die verbrennen einfach absolut unberechenbar. Ab und zu Riesenfeuerball, ab und zu ein bisschen weniger. Ihr verbrennt euch auf jeden Fall unfassbar die Pfoten. Ja. Und welche Anzünder sie nehmen, das sehen sie bei den nächsten Videos, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Alles bis klar. Die rauskommen, könnt ihr das Video klicken und natürlich das Abo nicht vergessen. Genau.
Ciao. Schönen Abend noch. Ciao.